Wunderbar, wunderbar. Grüße an alle zu Hause aus dem frühsommerlichen Berlin. Mein Name ist Dietrich Koch von Xenion, einer psychotherapeutischen Beratungsstelle für politisch Verfolgte hier in Berlin. Ich stehe aber nicht für mich alleine und nicht für Xenion. Ich stehe für das Berliner Netzwerk für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge, ein Zusammenschluss aus 7 Flüchtlingshilfsorganisationen hier aus Berlin unter Leitung des Zentrums Überleben und als einer der Partner im Netzwerk Vormundschaften, das sich um unbegleitete Minderjährige kümmert hier in Berlin, unter der Trägerschaft von Caritas, den Nachbarschaftsheim Schöneberg und eben Xenion. Ich stehe hier für Xenion und Xenion und Berlin stehen bereit, die Geflüchteten vor den Toren Europas und in den überforderten Aufnahmeländern am Rande Europas willkommen zu heißen. Zugegeben, der Ausnahmezustand hat uns überrollt und wir standen schockiert vor der Tatsache, dass man uns die heilsame Begegnung im therapeutischen Gespräch, unser wichtigstes Instrument, aus der Hand zu nehmen schien und von unserer großen Stärke, Menschen zusammenzubringen, die sich gegenseitig unterstützen wollen, sahen wir uns plötzlich abgeschnitten. Mitarbeiterinnen mussten selbst in Quarantäne. Dann aber begann eine Phase größter Aktivität und Kreativität, die ich in den letzten 30 Jahren unseres Bestehens gesehen habe. 4 Wochen, in denen fast alle Arbeitsroutinen und Standards neu gedacht wurden, Technik eiligst angeschafft, Partner und Klienten informiert wurden und viele Mentorinnen, ehemalige Vormünderinnen, Verwaltung und Zuwendungsgeber in völlig unerwarteter Flexibilität ihre Unterstützung und Kooperation angeboten haben. Alles versteht sich mit gebotenem Abstand. Die Therapien finden jetzt im Garten statt und bei Spaziergängen. Der Paritätische stellt uns den Mundschutz zur Verfügung. Man trifft sich ansonsten über Videokonferenzen. Es wird viel übers Händewaschen geredet. Deutsch lernen wird jetzt mit den Jugendlichen online gemacht und unsere Seminare werden Webinare. Und die Kinderkunstgruppe trifft sich am PC. Unsere Partner sind in der Krise näher mit uns zusammengerückt. Das Berliner Netzwerk für besonders Schutzbedürftige hat auf Anfrage der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales auch Menschen in Quarantäne psychosozial betreuen. Wohnheimbetreiber sammelten dafür Spenden für einen Laptop und stellten einen Raum zur Verfügung, über den wir offene Sprechstunden anbieten können. Das Netzwerk Vormundschaften steht bereit, um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Empfang zu nehmen. Viele ehemalige Vormünder haben sich spontan gemeldet, um Unterstützung anzubieten. Mit der Herausforderung wächst die Kraft. Das ist eine Lehre, die wir eigentlich schon aus der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 hätten ziehen können. Die Geflüchteten lehren uns Solidarität und wir Europäer haben eine solche Lektion dringend nötig. Ich wünsche uns allen den Mut zu tun, was wir tun können. Die Geduld zu ertragen, was nicht zu ändern ist, und die Weisheit, beides immer gut auseinanderzuhalten. Die Aufnahme der Geflüchteten aus Griechenland und anderen Ländern Europas und in der Welt in Zeiten von Corona gibt uns die Chance, auf ein höheres Niveau von Menschlichkeit zu kommen. Worauf warten wir noch? Packen wir es an. In diesem Sinne möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und gebe weiter an meinen nachfolgenden Redner Hamid Nosari vom Verein iranischer Flüchtlinge. Herzlichen Dank.